Rüdiger Wenzel schießt immer scharf. Aber einmal auch ganz außerordentlich schnell. Im Hamburger Lokalderby 89 in der zweiten Minute. Das Tor habe ich live nicht gesehen, obwohl ich bei dem Spiel war. Ich habe nämlich so spät Karten gekauft, dass ich nur noch Karten für die Ostkurve gekriegt habe damals im Volksparkstadion. Also direkt in den St. Pauli-Block reingerannt bin und stand ganz oben, ganz hinten in der dritten Reihe. Also in dem Moment, wo alle Tor gebrüllt haben. Und ich bin natürlich davon ausgegangen, dass der HSV das Tor schießt. Und frag so einen Typen vor mir. Und er konnte aber nichts mehr sagen. Und dann sag ich, was ist los mit dem? Sagt er, ich weine doch nur. Das kann man nicht lernen, das ist eine Gnade. Auch da natürlich ein bisschen Mut zum Risiko, aber auch natürlich das Quäntchen Glück. Und dann schießt er ein Tor, wie man das normalerweise nicht an der Stelle schießt. Also so in dieser Höhe spielt man nicht mit der Hacke. Und der Ball kriegt ja da nicht eine Flugbahn. Das Ding ist ja absolut unhaltbar. Und das ist eine Zirkusnummer. Ja, Rüdiger Wenzel, herzlichen Glückwunsch. Gold von der ARD Sportschau, Tor des Monats. März, herzlichen Glückwunsch, wie gesagt. Ich glaube, Ihre erste Medaille, Rüdiger? Ja, mein erstes und sieht so aus, als wenn es auch mein letztes bleiben wird. Aber man hat lange genug warten müssen, bis man mal so weit kommt. Würde ich sagen, dass Sonny Wenzel ein grandioser, abgefahrener Fußballer war. In der Totalen sieht man, was für ein tierisches Tor das war. Einfach mal den Fuß hingehalten und alles hat gepasst. Auf Platz 2, Rüdiger Wenzels spektakulärstes von 91 Bundesliga-Toren. Heute betreibt er ganz unspektakulär ein Schreibwarengeschäft in Bad Segeberg.